Tata! Er spielt mit dem Auto, hörst du es? Ja, rum, rum, rum. Und wo geht das her? Kita! Dreimal? Geht ja gut los. Sonntagsvans an, sind die Arbeitsvans. Na dann los! Bisschen weg, alles weg! Ja. Wenn die Kamera jetzt nicht abstürzt, fahren wir jetzt ein Mietrad abholen, was unterwegs zusammengebrochen ist, wo der Kunde meinte, das lohnt sich nicht mehr, das zu reparieren. Das werden wir natürlich selber beurteilen. Das tut das Sito. Ja. Ne, weil Fahrrad ist kein Wegwerfartikel, ganz einfach. Und das schon gar nicht von jemandem sagen, der das einen Tag gefahren ist und dann kaputt gefahren hat. Behalten will. Genau. Ich hab das schon mal nach Hause gebracht auf mein Grundstück. Ja? Nee. So nicht. Holen wir jetzt ab. Und dann ist gut. Man kann auch so rankommen. Ja. Und warten wir hier. Darf ich mitkommen? Was machen wir? Ja, ich auch. Ich will auch. Ich bleib hier. Was machen wir? Wir haben das Fahrrad abgeholt. Und baut er es jetzt? Was? Baut Papa jetzt? Das Fahrrad, haben die Leute gemietet und nicht zurückgebracht, weil es kaputt gegangen ist unterwegs. Deswegen haben die es hier abgestellt und hat uns Bescheid gesagt, dass es hier steht. Und die haben gesagt, naja, vielleicht lohnt es sich ja sowieso nicht mehr. So nach dem Motto, dann kannst du ja auch im Müll. Und dann haben wir gesagt, nee, ich hol's ab. Wir müssen es doch zurückbringen. Ja. Ist doch nicht so schlimm, wenn es kaputt gemacht hat. Ja, aber die waren ja sauer auf uns. Was das sind Leute, die haben Geld ohne Ende. Den ist das unser? Ja, dann gucken das wir einfach neu. Das haben die sich bei uns gemietet. Mama, mein Schuh ist schwarz. Und Bruder, wie gefällt dir das? Ja. Es ist tatsächlich Lagerring gebrochen. Aber es ist ja trotzdem kein Grund wegzuschmeißen. Lange nicht. Ja? Zweiter Rad. Man kriegt noch Wald. Thank you.
Was weiter? Ich glaube, die findet dein Kleid schön und das wird die Eule. Die hat schon ganz nah gesehen. Mama! Mama! Papa, der Grunewald ist mein Lieblingswald. Weil man kann hier Fahrrad fahren, man kann Roller fahren, man kann sich Ponys anschauen, man kann Tiere beobachten, man kann spazieren gehen und man kann eine Wanderung machen. Und man kann hier rumklettern. Nein, ganz gerade. Ja. Tada! Papa, Hunger! Dann warten wir jetzt auf die Kiddies. Dann geht's wieder los. Der braucht echt lange. Wahnsinn. Jetzt geht's los. Mit der neuen Woche. Was muss ich tun in dieser Woche? Definitiv jetzt mal diese drei Zeilen erschreiben für diesen Verein. Das muss jetzt einfach sein. Das mache ich am besten jetzt gleich mit Marlies, wenn sie kommt. Müssen wir so nebenbei. Muss er mal brainstorming-mäßig nach unten in den Keller kommen. Muss er halt mal ran da. Und dann schauen wir mal da. Mit der Wolle irgendwie drei, vier Zeilen zusammenkommen. So. So, hier steht's ja. Ah, sorry. Super. Ja. Danke. Bitte. Danke. Kannst du gleich hier oben stehen lassen in der Tür. Ja, danke. Super. So, jetzt erstmal ankommen. So, hier mache ich jetzt ein ganz kleines Ding bei dem Mietrad. Das war jetzt ein paar Tage unterwegs. Ich werde den Zug jetzt erstmal kürzen. Der ist auch nicht gekürzt. Kürzen wir den Zug. Ach nee. Ey, ich fasse es nicht, ja. Ich habe diese Schleifmaschine ohne diesen Stecker zusammengebaut, weil ich diesen Stecker auf einmal nicht mehr gefunden habe. Ich habe ihn in der Hand gehabt, da wurde ich abgelenkt, kam meine Kundin. Und immer war der Stecker weg. Ich habe den überall gesucht. Und jetzt klemmt der in dieser Zange hier drin. So. Ich habe echt alles abgesucht. Wo ist dieser Stecker? Schalter. Da ist er. Gott sei Dank. Der Tag doch gut an. Ja, der Horrorreifen schlechthin. Zweimal ist er schon rausgesprungen jetzt beim Aufpumpen vom Kunden draußen. Jetzt habe ich gesagt, ausbauen, einbauen und vernünftig reinlegen in den Reifen. Und wenn das dann nochmal passiert, dann heißt es, der Reifen ist durch. Ja, aber sollen wir mal gucken. Mal schauen. So, und die kommen jetzt nicht dazu, diesen Schalter einzubauen. Ich bin so froh, den wiedergefunden zu haben. Die Mutti ist da, jetzt sitzt Armbrot. Frühstück gibt's jetzt erstmal. Alle verrückt. Alle verrückt. Was ist denn los hier? Meine Frau sagt gerade, wir müssen hier weg, wir müssen wegziehen. Ja, echt keinen Bock mehr. Du musst ja auch dauernd am Überstreichen jedes Mal, wa? Von hier.
Ja, keine Bühne geben. Das ist das Einzige. Fernsehen das auch, Maike, auch immer hier. Genau. Keine Bühne geben. Ja. Nicht, wenn die ihren Kumpels sagen, guck mal, ist alles weg. Ist alles weg. Genau. Nur so. Ja. Gut, dann fangen wir mal an. Also, was haben wir denn hier? Hier haben wir den Reifen, der immer wieder runterspringt. Der Reifen, der immer wieder runterspringt. Wir pumpen auf und er springt runter. Jedes Mal rutscht er hier raus. Was stimmt damit nicht? Was ist hier falsch? Jedes Mal hüpft er raus. In der Mittagspause wird er abgeholt. Heiler! Ja, und was ist falsch? Merkt man schon. Er liegt doppelt hier am Ventil. Ja, großzügig, hier. Mann. Fertig. Next. Ja, next gibt es hier wieder nicht. Wieder der erste Auftrag und einzige bis jetzt. So, dann kümmern wir uns doch mal um diesen Heckwerfartikel. Wie die Kunde nicht bezeichnet hat. Mehr oder weniger. Ketteneingang, Kettenhalter. Dann bring ich es da rum. Ja, ich wohne in der Tiefenmark. Ich fahre okay, ja, nach Hause, ja, weil ich brauche. Aber könnt ihr heute noch machen, weil ich muss nämlich morgen auf Arbeit. Arbeiten, weil ich Platten habe. Konntest nicht arbeiten, weil du Platten hast? Du hast ja einen geilen Job. Ich muss am Freitag für meinen Freitag. Okay. Ich wollte aufpumpen, war am Freitag schon, dann bin ich rausgefahren, wollte aufpumpen noch, geht nicht. Okay. Geht nicht mehr. Also muss wahrscheinlich so ein Riss drin sein, dass du gar nicht mehr keine Luft mehr ringiert. Na, aber guck mal, ob wir einen Reifen nicht auch noch brauchen. Habe ich nicht gesehen, ja, sehen wir eigentlich. Ich bring's gleich her. Alles klar, bis gleich. Ciao, ciao. So, Wegwerfartikel hier. Rückwärts geht, vorwärts nicht. Ja, das ist das hier, deswegen muss ich es abholen. Wird ein Lagerring gebrochen sein hier drin. Schauen wir uns den mal an. Ganz simpel. Jetzt dem Ding an den Kragen. Also es soll sowieso, davon mal abgesehen, soll das natürlich eh nach Möglichkeit ein neues Lager rennen. Einfach. Aber wir schauen uns das jetzt trotzdem natürlich mal an, was da los ist. Garnitur ist ja noch gut. Das Lager ist völlig schapp. Völlig hin. Wir brauchen wir dafür die Hakenzange. Lösung ein Kotterring. 25, 26.
25. Ist doch Engländer, wa? Ja, 25. Packt es ran, hochschrauben. Und eigentlich kann man die Lager ja wirklich gut warten. Achtung, Murmeln kommen. Kommt schon wieder einer. Ja. Ja. Nein. Wird doch sein. Ich hab hier ein paar Getränke. Das ist Getränke, oder? Das ist gut. Das ist eine Jahreszeit. Alkoholiker habe ich hier. Ach so. Weil, ich will die loswerden, weil ich hab gestern in Waffen, ich hab meine Mutter sich schon. Ich hab gemockt, die wissen jetzt zu Hause haben. Das ist der Alkoholverfall einmal hier. Oh, ja, sauer. Dann habe ich hier so einen Export. Der ist 35 Euro. Mein Beileid erstmal. Ja, danke, danke. Ich habe echt gestern gleich einen halben Liter weg hier auch, weil ich bin echt anfällig. Ja. Deswegen weg, wisst ihr. Ja, ist vernünftig. Wenn du mir dafür wissen kannst, du ja vielleicht verschenken, aber ich brauche schon ein paar Euros. Fünfer. Wiegen 10. Ja, guck mal, der kostet 35. Der kostet hier über 20. Den gebe ich dir geschenkt hier. Ja, aber. Nee, weil mein Spiel, ich habe mein Spiel gefragt, der hat den nicht im Sortiment, wisst ihr, dann hätte er die mir abgenommen. Ja, ich den 10er. Aber ich kann nur nicht mit so einen Sachen normal. Nein, du sollst auch verschenken oder willst du also nicht selber ja, trinken? Ja, 10er verschenke ich dann auch. Nicht so. Weil, das ist ja ein feiner Zug, aber dann kippt das nächste Mal weg. Das ist mir zu schade. Also jetzt nicht im Kopf. Nee, ich meine jetzt, schade wegzukippen, wenn man dafür noch ein paar Euros kriegt. Weißt du? Wenn ich jetzt ein Jackie wäre oder weiß ich gleich, dann würde ich sofort loswerden beim Späti. Ja, das ist zu speziell. Aber der hier, kannst du kicken im Internet, kostet 35, 37 Euro. Das ist doch schon ewig, ja. Das ist eine Plastikpulle. Ja. Kann man mal googeln. Nee. Das war nicht, der kostet 22,90. In einer Plastikpulle? Ja, das ist aus Schweden, glaube ich. Sag mal. Norwegisch. Norwegisch. Ja, das schmeckt ja. Ja, verschenkt den, ja, danke! Verschenkt dein Geld! Verschenkt dein Geld! Aber nicht korrekt. Ich muss jetzt erstmal hier runterfahren. Ja, hol dir nicht den nächsten Scheiß davon. Nein. Okay, danke, ja. Ich bleib mal. Alles klar. Bis dann. Danke, ciao. Ach man, so spielt das Leben, wa? Ja. Trifft uns alle irgendwann. Der Sensemann, der Sensemann, der trifft uns alle irgendwann. Geben sie schon ihre Drogen hier ab. Freiwillige Selbstkontrolle, FSK. Sag mal, Chef, ich hab so eine Kiste, eine graue, da ist alles drin, Werkzeug für das Fahrrad, Ketten, Dings da und Speichen, alles. Will ich einen Pfund für haben. Mhm. Und hier alles, ist alles drin, was du brauchst. Für Radlager rausziehen, alles mit mir. Okay.
Ja. Ist vollständig auch. Bring dir morgen mal mit, kannst du ja mal gucken. Kannst du ja auch, kannst du machen. Das ist kein Problem. Alles klar. Ja, ich bin ja hier. Genau. Gut. Ja, klar. Aber hätte ja sein können, dass du sagst, nee. Guck dir das an und dann werden wir mal sehen. Genau. Alles klar. Ja, bis dann. Sehen. Ciao, ciao. Ja, ciao. Den Kai noch neu geplant hier. Gleich mache ich mit dem anderen Kai. Da ist hier so eine schmale, so eine Kante hier. Die muss weg. Der geht schon fast ja nicht mehr. Und da sieht man eben, wie verhunzt der Keil schon ist. Ah, gerade mal so. Ja. Aber wenn man die plant, werden sie natürlich ein bisschen dünner. Sagen, dann nimm einfach neue Keile. Jetzt sind aber alte Keile. Alte Keile sind keine neuen Keile. Deswegen sollte man die nicht nehmen. Keine neuen Keile nehmen. Na, auf alle Fälle läuft's, ne? Nicht so wie vorher.
Moin. Alles frisch, alle Sorgen sind schon da. Die Sorgen sind schon da, oder? Die Sorgen sind schon da. Achso, ja, ich hab's jetzt in die Mannschaft. Ich danke dir. Hat alles geklappt? Ja. Aber eine Sekunde. Ja, alles reingekommen. Gestern war für mich Family Day. Ja. Die ganze Familie ist unterwegs gewesen. Heute geht's weiter mit dem üblichen Ankauf für dich. Ich habe ein paar von den Links reingezogen. Ein paar von den Videos? Ja. Ah, wisst ihr Bescheid? Ja, wisst ihr Bescheid. Also schneidest du ja eh so. Willst du Alkohol kaufen? Nee. Ich trinke keinen Alkohol. Dasselbe. Also Alkohol. Erstaunlich aber auch, weil. Ah ja, es ist ja schon nicht so. Ja, das Leben der anderen war immer interessant. Ja, ja, genau. Das Leben der anderen. Da läuft ja schön. Rund. Ja. Und ruhig. Und ruhig. Leise. Eine Kundin geliehen von mir, das Rad. Okay. Ist bis nach Lichterfelde gefahren und da ist es wohl zusammengebrochen und sagt sie, ja, kam sie an. Ja, also ich weiß ja gar nicht, ob sie das überhaupt noch abholen wollen, weil es lohnt sich ja eh nicht für das Rad und so. Das ist halt, wenn ein Rad kaputt geht, ist es doch kein Wegwerfartikel. Das ist dann eben ein Zack, Bumm, nächste oder so. So sehen die das. So sehen die das. Ganz genau. Und das hat mir wieder gezeigt, das ist die Einstellung so. Das ist die Gewöhnung, also das hat das System. Was war kaputt? Ein Kugel, 3 Euro Artikel. Das hier. Da ist eine Platte gewalzt. So sieht das aus und deswegen hat das. Ist das gerattert oder? Ließ sich das hier vorne nicht mehr drehen. Ah. Da drinnen. 3 Euro. Wegen 3 Euro schmeißt du das Rad nicht weg. Ja, bin ich da hingefahren jetzt am Sonntag gestern? Hab das da aufgeholt? Na, aber dann hast du schon blechen lassen für das ganze Fahrrad, oder? Also wenn jemand nein, doof ist. Nee. Das nicht. Aber ich musste die ja erstmal reformieren, weil, wie gesagt, für die ist das alles so. Ja, like für 8 Euro und dann ist das kaputt. Ach, das wollen sie da bestimmt nicht mehr abholen und so. Hey, wie, wollte sie so? Das Fahrrad bezahlen, oder? Nee, die sah das quasi als. Nein, sie wollte, hat gesagt, naja, wahrscheinlich lohnt es sich ja für sie eh nicht dahin zu fahren, das zu holen, so die Mutter. Ist doch krank. Ist ja klar, ich meine, das ist ja ein komplettes Rad irgendwie. Und es ist ja nicht so, dass ich für 8 Euro jetzt die Räder verkaufe. Ja. Ja. Ah ja, wenigstens hat er sie an die Schlüssel. Ja. Also, Schrottrad gerettet. So erinnert das Schrottrad. Mit der Investition eines maximal 3 Euro Kugelhagerrings. Das ist doch was. Das ist doch gut. Ja. Läuft ab in Falle. Tommy? Ja? Schlauchwechsel, Hinterrad, Nexus 8-Gang mit Magura Bremsen. Achtung, geht los. Und zwar mit der Bremse. Da ist hier so ein Hebel dran, den öffne ich. Muss man einmal rumschlagen. Geht nicht anders. Und abziehen. Die Bremse. Das ist schon das ganze Geheimnis von der Magura-Bremse. Ja. Lösen, Einbau, genau, gleich andersrum aufsetzen. Einbau zeige ich euch gleich, aber dann auch nochmal. So, haben wir gelöst. Jetzt gehe ich zu den Achsmuttern, links, rechts, die öffne ich. Das ist eine Freilaufnarbe. Deswegen gibt es hier keinen Bremsanker, den man öffnen soll. Könnte. Also löse ich die Achsmutter. Mutter links. Und ich löse die Achsmutter rechts. Halt das Laufrad fest. Das rutscht jetzt natürlich nach vorne, dass es nicht runterfällt. Nehme die Kette runter vom Ritzel. Hänge sie über das Ausfallende rüber. Mit dem 15er Schlüssel hänge ich hier dieses Laufrad ein. Dass es nicht runterfällt, schalte vorher in den entspanntesten Gang.
sodass der Zug die längste, die größtmögliche Länge hat. Und löse jetzt den Zug hier. Halt hier den Zughalter fest. Bisschen am Zug ziehen. Festhalten, festhalten. Und raus. Schlüssel raus, Rad raus, fertig. Jetzt der übliche Kleinkram, Reifen runter. Was wir hier machen. Ja, ist halt so dreckig. Die Räder sind, Laufräder sind echt dreckig gerade. So viel Bremsstaub drauf. Decke runter. Schlauch raus, Reifen checken. Neuen Schlauch rein und wieder. Weiter jetzt. Oh, hier ist ein ganz schöner Cut dran. Ist aber nicht durch. So, noch einer. So. Da ist auch noch was drin. Ist jetzt raus. Dann einmal die Felge abwischen. Schaut mal hier. Ich nehme mal die saubere Seite hier. Jetzt sind halt die Bremsflanken. Und die Bremsflanken, die rubbeln, wenn die so viel Dreck drauf haben, rubbeln die euren Bremsflanken runter wie nix. Ja, überall ist alles Bremsstaub. Der muss weg. Und natürlich die Bremsflanke selber leidet darunter. Also die Felge. Ab und zu mal sauber machen. Decke wieder auf. Oh, einen Schlauch. Okay. Jetzt ist ganz rückwärts. Zug einhängen. Da wieder reingehangen. Zug noch in. Einmal rumgeführt. Drin ist er. Kette auflegen, Rad einhängen, festhalten, vorfixieren,
Bremse einhängen. Beim Aufsetzen darauf achten, dass das hier, dieses Loch, dieser Nippel hier da vorne ankommt an dem Loch. Das ist ja variabel, ne? Also da musst du darauf achten, dass er das alles übereinander legt schön. Dann hakt die Bremse da ein. Hier oben ist jetzt schließt schön plan ab. Und dann könnt ihr das wunderbar befestigen. Ausrichten das machen wir noch nicht, weil die Kette soll nämlich auch erneuert werden. Ja, das war auf alle Fälle der Schlauchwechsel beim Hinterrad Nexus Inter 8 mit Magura Bremsen. Ja, oder dann kam hier mit dem platten Reifen vorne. Dann will ich anfangen mit zu reparieren und was ist los? Das Ventil fehlt. Da fehlt einfach das Ventil. Wo man sich nicht wundern, wenn das Ventil fehlt, ist platt. Hat's Glück gehabt, Geld gespart. Aber Leute, guckt doch mal selber hin. Wenn euer Reifen platt ist, schaut erstmal, ist das Ventil fest? Erstens, ist es noch festgeschraubt? Oder hat es vielleicht jemand lose geschraubt? Oder durch irgendwas lose gegangen? Und, oder ist überhaupt noch ein Ventil drin? Wenn kein Ventil drin ist und wenn das Ventil locker ist, festschrauben oder das Ventil eben ersetzen, aufpumpen fahren und glücklich sein. In den meisten Fällen. Und wenn er gleich zum Fahrradwerkstatt rennt, kostet es Geld. Weil nicht jeder ist jetzt so und sagt jetzt der Kunden an, du pass auf, war ja nicht platt, ist nur ein Ventil, gibst du 1 Euro, 2 Euro, je nachdem, was du willst. Ne? Für den Pumpservice und das Ventil. Das neue. Fertig aus. Mittagpause ohne Mittag. Warte auf mein Essen. Hat mir nicht geglaubt und jetzt ist es gar nichts. Halt, erstmal hat das immer geknickt und ich habe halt gemeint, dass es sich anders fährt. Und jetzt? Ist das irgendwie so locker und das, wenn ich da drauf drücke, also da ist auch niemand reingefahren, wenn ich da drauf drücke, dann sind das nah. Schnell hinkriegen. Merkst du denn, was es sein ist? Naja, erstmal ist die Pedale locker. Ja. Pedale. Die müssen wir erstmal festkriegen. Ja, dann hat ich auch überlegt, soll ich die Pedalen wechseln? Nee, das hängt ja zusammen. Also ja, nicht die Pedale selber, sondern der Pedalarm. Drin, ja. Ja. Kurz raus. Perfekt. So, das sind erstmal 17 Euro. Fit. Ja. Den habe ich so. Habe ich nicht drin. Beim nächsten Mal, wenn er das Mal hat, dann hat er das Mal. Ja. Nee, ich hab's ja nicht. Ich hab's so dran gelassen, ich hab's übergestülpt.
Stuhlgang. Neonstühle. Die Kunst ist hier in der Welle, französische Farbe. Ich habe immer so nationalistische Fahrräder. So, Achim ist da. Ist der Ablöser sozusagen. Ich repariere jetzt hier den Schalter mal umrin. Achim ist ja da, der kümmert sich um alles, was so anfällt. Das ist der Tute. Ist schon 3 Uhr, dann ist nicht mehr Ablöser. Also ich jetzt schlafe und er jetzt arbeitet. Ja. Was hast du jetzt mal ehrlich, was hast du gedacht, dass du das bekommen? Was fürs Auge? 200. Also, ihr seht, ein Klapprad mit einer Nexus-Narbe. Und seht mal auf den Schaltzug und die Kette. So sollte man das Ganze natürlich nicht verlegen. Ohne Worte. Das ist nicht wirklich besser geworden. Du kannst mir ja viel erzählen, dass die Luft langsam rausgeht, aber wenn da die Luft langsam rausgeht, dann bin ich der Kaiser von China. Ja, pass auf, Kaiser von China, dann pass mal auf. Das ist ja ein Schnitt. Der ist in. Ja, vielleicht macht das ist das Felgenband. Genau, sehe ich auch so. Hier, da ist es schon durchgekommen. Ja. Da ist es durchgekommen, Felgenband runter. Kann sein, dass er nicht zu mir fragen, ob er das nicht irgendwo stehen lässt. Und dann, irgendwie zeig mal das Felgenband her. Ne, ist von innen. Ach so. Also in der Felge drin, da liegt ja nochmal ein Felgenband, um das zu schützen. Die. Ach, da ist vielleicht, da ist irgendein Fehler drin. Hat sich irgendwas eingenistet. Also von den, nicht von der Felge, sondern von den. Naja, aber da ist ja das Felgenband drüber. Das ist quasi der Schutz. Ja, ja. Aber dann ist irgendwo wahrscheinlich irgendwas Spitzes. Irgendwie. Normalerweise eine Speiche. Ja, meine ich da, eine Speiche, das meinte ich. Hier zum Beispiel. Wenn da irgendwie das mit Druck gegenkommt, vielleicht ist es nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es nicht richtig eingestellt alles. Da ist auch ein Cut. Na, siehst du? Da ist ja schon ein Cut. Da ist ja die. Felgenband ist im Arsch. Ja. Und dann durch die Schraube, durch den Druck wahrscheinlich. Das ist ein Speichenmittel. Bitte? Das ist ein Speichenmittel. Also ein neues Felgenband drauf und gut. Ja, das wird sein. Hoffen wir doch mal, dass das reicht. Naja, was sonst noch? Reifen natürlich trotzdem checken. Ist ja klar. Ja, ganz ehrlich, früher, wo ich die Termine hatte, war ich so motiviert und denke jetzt bin ich schon so motiviert an die Leute, weil es nur behinderte Menschen gibt. Ich dachte nicht, dass die Fahrradbranche so links ist. Die Fahrradbranche ist eine Nutte. Das ist nicht ganz so schlimm wie auf dem Autoplatz früher, aber. Wahrscheinlich nicht ganz so schlimm wie auf dem Autoplatz, aber schon. Aber schlimm. Es kommt dem schon sehr nah. Aber die Einschläge kommen immer näher. Müssen wir eine Frage stellen. Besser als muss mal auf Toilette gehen. Also. Ja, das wäre ja nicht so.
Was hat ein Schaltauge für eine Schaltwerkaufnahme für eine Schraube? Was ist das für eine Schraube für Durchmesser? Ist das was? Kettenblattschraube. Lichtkette, das ist das gleiche Maß? Ja. Aber ich kriege ja mit einer Kettenblattschraube nicht mein Schaltwerk fest. Doch. Das fehlt mir nämlich. Dieses Teil, was an dem Schaltwerk dran ist, was du da als einzelne Teil kaufen kannst, was so eine Sicherung hat, damit es nicht. Damit der Stift nicht rausfällt. Oh Gott, jetzt weiß ich nie, was du meinst. Ja, ich müsste dir das Schaltwerk eigentlich einfach nur zeigen, kurz. Dann weißt du, was ich meine. Hier ja nicht, aber das SRX-Schaltwerk. Das heißt doch, dieses SRX-Schaltwerk habe ich mitbekommen. Stimmt das? Ich glaube ja. Zeig dir das nach kurz. Also pass auf, dass es noch da bleibt. Ja, das wird schon. Der will nicht auch. Ein Foto. Um Gottes Willen, ey, Mann, ey. Hi, hallo. Aber das ist über so viele Jahre, also im ersten halben Jahr habe ich schon, sage ich so... Na, es ist nicht deins, merkst du schon, oder? Nee, ist schon lustig und ist okay. Es kommen ja zwischendurch kommen ja normale Leute, Motivation und so. Aber wenn sowieso jetzt gerade nichts läuft bei mir, ja, jetzt verkaufstechnisch, und dann kommen noch so eine Patienten, dann... Die kommen ja, immer dann. Denkst du ja auch, Alter... Was hab ich getan, ey? Schraube. Hier. Er hat schon vorbereitet für sich. Die Schraube hier. Die fehlt eigentlich nur. Was will er dafür haben? 25 Euro. So günstig? Günstig? Ja. Ja, natürlich, ihr braucht neue, sind nicht. Ja. Was kostet es neu? 100, oder? Neu kostet 30. 30? Im Internet. Neu, nagelneu. 35, okay, im Internet. Also normal ein Profi circa. Kostet das neu. Deswegen sind, ich nehme die Hälfte vom normalen Originalpreis. Das ist schon okay. Aber ja, ist ein allgemein ist halt günstig, also ich brauche es eigentlich auch für ein Zehnfach. Für eine Zehnfachkassette, das ist aber auch egal. Hauptsache es macht 36 Zähne. Arbeitest du eigentlich? Ich arbeite. Studierst du? Was brauchst du jetzt davon? Nur die Schraube. Ich habe ja die gleiche Aufnahme. Detail ja hier. Man kann ja nicht die Schraube geben. Natürlich nicht. Der geht da nicht raus. Das ist auch eine genormte Schraube, die. So, Galeriebild. Fertig. Und dann. Valeries Bild. Genau. Das ist stabil sortiert. Okay, Ablösung ist da. Ich gehe jetzt auf alle Fälle nach Hause. Werde schneiden. Der wollte mir ja auch was geben, habe ich gesagt, bei ihm hier, wenn wir mit dem Plattenrecht kommt, dann, oh ja, tut uns leid. Und da. Ja, jetzt mal die Art und Weise, wie man kommt, weißt du? Ja, genau. Und so. Was kriegst du denn noch was von uns? Ich sage, ach komm, lass bleiben. Ich meine, das hatten wir ja wirklich nicht zum. Haben wir ja nicht gemacht dran. Genau. Na, werden wir auch ihn schneiden. Für alle Fälle. Hat jetzt ein Austauschrad bekommen, erstmal wie die letzten drei Tage. Gut durchgehalten. Ja. Hier haben wir Abgang. Hier. Also, ich mach Feierabend. Auf alle Fälle. Ich räume jetzt noch ein paar Sachen rüber in die andere Bude. Das war diese wunderschönen Artemide-Lampen hier, diese beiden, die wir hier haben. Da haben wir eine Stehlampe-Modell. Da haben wir einen Tisch. Ja, wo bist du denn da? Tischlampen-Modell hier. Sieht die auch nicht hier. Zack, zack. Ja. Beide haben die typische Macke, dass sie eben schwingen, nach oben schwingen. Die meisten aber nicht so wissen, dass man die ja natürlich beschweren kann. Du kannst da hier oben auf den Reflektor hier oben rennen. Da kann man sie ein bisschen schwerer machen. Hier oben und dann ausgleichen. Das werde ich machen. Das kommt rüber. Die Säule kommt hier weg. Die Säule kommt hier weg. Jetzt wasche ich mir erstmal die Pfoten und dann geht's los. Wird ein bisschen geräumt.
Deine Klingel schon wieder. Jo. Was ist hier los? Was ist hier los? Staubsauger. Mit dem Staubsauger? Boah, den hatte ich gerade zur Hand. Ja, siehst du? Doch toll. Fünf Stück zu haben in dem Zimmer eben. Ja. So, dann geh ich schneiden. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Alles Gute.